Also bei uns war es so, dass man Anfang März hat man ja direkt schon festgestellt, es wird immer kritischer. Wir haben verschiedene Veranstaltungen gehabt. Die letzte große war eigentlich die von den Gleichstellungsbeauftragten, der Weltfrauentag Anfang März. Mittwochs sollten wir eigentlich noch ein Seniorencafé haben. Das haben wir dann schon abgesagt. Und wirklich Freitag, der 13. März, ein schwarzer Tag für uns alle, haben wir gesagt bekommen, dass das Haus eben schließen muss. Samstags wäre auch noch ein Teenager-Kleider-Bazar gewesen, wo viele Leute immer von überall herkommen. Und das war also schon vorher klar, dass wir das nicht mehr machen können. Ja, montags haben wir dann eben versucht, alle Kreativkinder zu erreichen, die ganzen Kurse abzusagen, ja, unsere ganzen Kooperationspartner zu informieren, wobei das teilweise auch von ihnen schon kam, dass sie auch nichts bei uns im Haus mehr anbieten können. Ja, und für uns war es dann ganz schlimm, dass unser Team sozusagen auseinandergerissen wurde, weil eben nicht nur das Haus geschlossen wurde, sondern wir auch versetzt wurden in die Kinderhäuser des COD. Ja, wir haben verschiedene Häuser und da wurden eben die Kinder jetzt rund um die Uhr betreut, eben auch mit diesem Homeschooling. Und da war dann eben mehr Not am Mann bzw. an der Frau als eben bei uns hier im Haus. Ja, dann hatten wir eigentlich leider auch wirklich so gut wie keinen Kontakt mehr hier nach Ramstein. Es war der ein oder andere Ehrenamtler, der mal eine WhatsApp geschrieben hat und gefragt hat, wie geht's euch? Und das hat dann wieder ein bisschen aufgebaut, dass wir doch vermisst werden hier in Ramstein. Ja, und dann kam eben so kurz vor den Sommerferien die Anfrage vom Markus Klein und Ralf Hechler, wie es dann aussieht mit der Kinderferienbetreuung, wo wir auch sehr lange überlegt haben, ob wir das durchführen können. Aber wir haben das dann wirklich durchgezogen, mit viel Erfolg, denke ich. Und das Gute war halt wirklich, dass wir dann auch mit dem Team wieder zusammen waren, unsere Ehrenamtlichen wieder um uns hatten und eben diese Kontakte, die die ganze Zeit gefehlt haben, dass da wieder alles im grünen Bereich war. Ja, danach hatten wir Urlaub erstmal und dann war eben die Frage, wie geht's nach den Sommerferien weiter? Da haben wir ja, eben überlegt, wie man den Jugendtreff beleben kann, beziehungsweise halt die ganzen mit den ganzen Hygienevorschriften. Aber das haben wir auch ganz gut hingekriegt, denke ich, mit eben diesem 1,50 Meter Abstand und auch für die anderen Gruppen, die dann auch wieder langsam ins Haus gekommen sind. Kreativkurse gingen langsam wieder los und ja, und haben dann auch eine Herbstferienbetreuung wieder angeboten, weil das auch super gut gelaufen ist. Und ja, und leider kam jetzt dann wieder dieser zweite Teil-Lockdown sozusagen. Ja, wobei wir jetzt eigentlich ganz guter Dinge sind, weil wir im Haus bleiben durften. Also die Schulen haben ja geöffnet, sodass also die Kinder auch von den Kinderhäusern wieder in der Schule sind und wir da nicht abgezogen wurden. Wir haben auch im Moment ein Bauprojekt. Wir kriegen eine neue Küche am Thekenbereich. Und deswegen war das eigentlich ganz gut, dass wir hier auch vor Ort da sind. Der offene Treff ist auch geöffnet, sodass wir da Ansprechpartner sind. Ja, das waren so ungefähr die Zeit von März bis jetzt. Ja, also die Ferienbetreuung war schon eine größere Sache. Wir waren ja dann noch in den Kinderhäusern und sollten eigentlich von dort aus schon mal planen. Also jeder irgendwo verstreut im Kreis Kusel oder ich war in Hohenecken. Der Markus Klein hat dann mich angerufen und hat gesagt, also wir müssten doch bestimmt was anbieten, gerade wenn die Eltern jetzt ziemlich überfordert sind, die ganze Zeit mit Homeschooling und Homeoffice. Eventuell sogar 6 Wochen, wobei wir das schon von Anfang an gesagt haben, dass wir das also wohl nicht hinkriegen. Also 3 Wochen ist okay. Ich habe mich dann mit der Schulsozialarbeiterin von der Grundschule, der Miriam Pfaff, zusammengesetzt. Wir durften auch dann einmal in der Woche immer ins Mehrgenerationenhaus zu einem Treffen kommen.
Da wurden wir also freigestellt wieder im Kinderhaus. Also waren schon ein bisschen erschwerte Bedingungen. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben ganz viele Corona-Verordnungen gelesen, ganz viele Hygienepläne, haben dann überlegt, wie wir das am besten meistern können. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Plan gemacht. Es konnten, Gott sei Dank, eine Woche vor der Ferienbetreuung kam so die letzte Corona-Verordnung raus, wo es hieß, man kann Betreuungssettings bilden. Das heißt, bis zu 24 Kinder inklusive Betreuer. Das war dann für uns eigentlich die ideale Lösung. Und da wir ein großes Haus haben mit 3 Stockwerken, konnten wir theoretisch, haben wir jetzt gesagt, wir nehmen 12 Kinder plus Betreuer. Das ist auch für uns ganz überschaubar und auch nicht zu viele Kinder dann in den Räumen. Wir hätten dann können 3 mal 12 Kinder nehmen. Im Endeffekt haben sich dann aber wirklich nur 24 angemeldet. Also wir wussten nicht so genau, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Also ob die Eltern eben noch ein bisschen skeptisch waren der ganzen Sache gegenüber oder ob sie wirklich mittlerweile seit März ihren Arbeitsalltag so strukturiert haben, dass das halt auch mit Kindern läuft oder ob sie dann doch zu Oma, Opa kommen. Also wir haben auf jeden Fall dann die 12 Kinder im Haus gehabt, also 24 Kinder, 2 mal 12. Und ja, es war eigentlich gut durchgeplant. Sie haben so ähnlich wie in der Schule auch einen Stundenplan gehabt. Früher bei der Kinderferienbetreuung war es eben so, dass sie morgens kamen und einfach sich Workshops wählen konnten. Und das war halt dieses Mal nicht so. Sie mussten einfach das machen, was wir gesagt haben. Aber es war für jeden irgendwas dabei. Es war mal was zum Basteln, mal zu spielen. Wir haben Filme gezeigt. Also es war ein gutes Angebot. Haben natürlich versucht, viel, viel im Freien zu machen, weil da war es halt am unproblematischsten. Haben eine Rallye durch den Wald gemacht, wo sie Naturmaterialien gesucht haben und dann am nächsten Tag daraus Traumfänger gebastelt haben oder sowas. Dann eine Stadtrallye, auch in Kleinstgruppen dann wiederum. Also und dann auch diesen Zaun gegen Ausgrenzung haben wir weiter gemalt. Das war mal ein Projekt von Pädagogikstudenten, das haben wir vor 2, 3 Jahren haben wir den begonnen und das war jetzt gerade so ein Thema, wo wir nochmal aufgegriffen haben und weitergemalt haben. Also der wurde jetzt auch installiert im Innenhof und macht den Innenhof jetzt wieder ein bisschen bunter. Ja, ansonsten haben wir das Essen haben wir wieder vom COD, also von unserem Träger, geliefert bekommen. Super leckeres Essen, Kinder waren begeistert und die hatten dann halt auch 2-mal Essenszeiten, erst die erste Gruppe, dann die zweite Gruppe und nachmittags war viel freies Spiel und ja, die Eltern durften auch nicht ins Haus, so wie in der Schule auch. Und man muss sagen, also die Kinder, die haben das echt super gemacht, weil sie waren ja alle kurz vorher alle schon mal in der Schule. Jedes Kind musste ja vor den Sommerferien mal dort gewesen sein. Und ja, mit den ganzen Hygieneregeln, das haben sie super drauf gehabt. Die kamen rein, haben sich die Hände desinfiziert, hatten ihre Masken auf, sind dann zu ihrem sozusagen Klassenraum, Saal gegangen. Und dort durften sie dann abnehmen. Also innerhalb ihrer Gruppe mit den 12 Kindern durften sie dann abnehmen und sich frei bewegen. Und das hat denen, glaube ich, super gut getan. Also es war sowohl für die Kinder eine ganz tolle Aktion, als auch für unsere Ehrenamtler. Also wir mussten ja dann wirklich sehr spontan das Ganze organisieren. Also so spät wie dieses Jahr in der Planung waren wir noch nie. Aber es waren auch direkt welche da. Wir haben noch einige Praktikanten von der Erzieherschule in Landstuhl dazu bekommen, die auch noch ja, Praktikum vorweisen mussten, was halt auch schwierig war jetzt in der Corona-Zeit, dass sie in ihrer normalen Einrichtung zu wenig hatten, gerade wenn sie in Schulen Praktikum gemacht haben. Ja, und dann haben wir FSJler sowohl vom COD als auch von der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt bekommen wieder.
Und ja, und es sind immer ein paar Ehrenamtler. Mittlerweile haben wir sogar welche, die früher hier in der Ferienbetreuung Kind waren, die jetzt eben das Ganze, was sie damals vermittelt bekommen haben, jetzt auch wieder weitergeben wollen. Und das war dann wieder ein tolles Team, die sich alle super verstanden haben. Und da hat man gemerkt, dass die Leute eben aufgeblüht sind und ja, die Kontakte eben, das war was, was die ganze Zeit brach gelegen hat und ja, da haben sie sich drauf gefreut. Ja, nachdem die Sommerferien dann so gut gelaufen sind, war das eigentlich gar kein Thema, dass wir gesagt haben, in den Herbstferien machen wir das Gleiche nochmal. Da sind es sowieso nur eine Woche und wenn man mal 3 Wochen Sommerferien gestemmt bekommen hat und dann kriegt man auch die 5 Tage rum. Und da waren dann auch wieder also 2 Gruppen mit 24 Kindern. Parallel dazu lief ja auch noch diese Herbstschule. Da hatten wir dann auch 3 Kinder, die ich dann morgens einfach auch an die Herbstschule gefahren habe und um 1 wieder zum Mittagessen zu uns zurückgeholt habe. Und dann konnten sie auch bei uns dann nochmal mitspielen. Also das war wirklich eine super Aktion, sodass wir uns sogar überlegt haben, im nächsten Jahr, falls es dann mal keine Corona mehr geben sollte, auch dieses Konzept einfach beizubehalten. Also diese Gruppen, das war für alle auch ja, nicht so anstrengend wie sonst, auch vom Geräuschpegel her. Wenn du 35, 40 Kinder auf einem Haufen hast, dann ist das halt was anderes, wie wenn du nur 12 hast. Und ja, also wie gesagt, eine gute Konzeption erarbeitet, die bestimmt auch noch im nächsten Jahr zum Einsatz kommt. Da die Kinderferienbetreuung wirklich so unser Steckenpferd ist, werden wir auch im nächsten Jahr sogar in den Pfingstferien eine Herbstferienbetreuung anbieten. Eine Pfingstbetreuung sozusagen anbieten. Also nicht nur Ostern die 4 Tage, sondern auch Pfingsten 4 Tage, im Sommer 3 Wochen und im Herbst wieder 1 Woche. Und da kann man sich jeweils immer 4 Wochen vorher anmelden. Also unser Haus hat ja mittlerweile Angebote von klein bis, also von 0 bis 100, sagen wir immer. Also wir fangen an mit der Krabbelgruppe über musikalische Früherziehung, die Kreativprogramme für die Grundschüler. Dann, wie erwähnt, die Kinderferienbetreuung. Dann treffen sich verschiedene Gruppen wie Messdiener, Pfadfinder im Haus. Dann haben wir im mittleren Alter dann eher so die Line-Dancer mit vielen Gruppen bis hin zu den Senioren, sowohl Senioren-Café, was jetzt leider in diesem Jahr überhaupt nicht stattfinden konnte. Das erste wäre am 11. März oder so gewesen und da war dann praktisch ja schon absehbar, dass es den Lockdown gibt. Von daher, also die Senioren erreichen wir eher wenig im Moment. Welche sich direkt gemeldet haben, als es praktisch nach den Sommerferien wieder so ungefähr losging, waren die Senioren von den PC-Ü60-Kursen. Gerade wo man denkt, das ist die Risikogruppe, das waren die ersten, die angerufen haben und gefragt haben, wann geht es denn hier weiter. Also der Herr Müller, der die Kurse macht, der hat dann auch diese Kurse, es sind sowieso immer nur 6 Teilnehmer, weil der Raum recht klein ist und der hat die dann geteilt und es waren dann tatsächlich, er hat glaube ich in einer Woche 4 Kurse gleichzeitig gehabt, wo er dann wirklich mit den älteren Herrschaften eben PC-Kurse gemacht hat. Also es war wirklich ein sehr engagierter Ehrenamtlicher. Und die waren dann hochzufrieden, dass sie ihren Kurs noch fertig gekriegt haben, bevor es dann wieder abwärts ging, sozusagen. Ja, die Line-Dancer, die haben auch in der Zeit des ersten Lockdowns haben sie versucht, draußen im Freien zu tanzen, haben sogar in der Sackgasse bei einer Line-Dancerin getanzt, haben hinten auf unserem Sportplatz getanzt. Haben dann auch im September, Oktober wieder hier drin getanzt, mit 1,50 Meter Abstand schön, ja, bis eben auch zum zweiten Lockdown und jetzt ist halt auch da Pause. Dann haben wir die Krabbelgruppe. Da
war eine sehr engagierte Mama, die das Ganze organisiert hat. Die wusste im Moment im Sommer nicht so recht, was sie mit ihren Kindern anfangen soll. Und dann hat sie den Krabbelraum hat sie neu gestaltet, hat ganz tolle Rammsteiner Motive wie den Seeburg oder den Wasserturm oder so hat sie hier an die Wände gemacht. Nur leider konnten sie bisher den Raum noch nicht nutzen, weil der einfach zu klein ist. Also theoretisch könnte eine Mama mit einem Kind sich da drin aufhalten, aber ansonsten ist das halt auch im Moment nicht möglich. Jetzt haben wir ihnen auch nach den Sommerferien eben unseren großen Raum zur Verfügung gestellt, diesen ja, mit der Bühne. Da konnten sie dann wenigstens ein bisschen sich treffen, ein bisschen ja, Bewegungsspiele machen oder ein bisschen singen. Genauso wie die musikalische Früherziehung. Die haben sich viel im Freien getroffen, auch auf dem Spielplatz, was zwar ziemlich abgelenkt hat, hat die Ehrenamtlerin gesagt. Die sind dann auch eine Zeit lang hier reingekommen. Die mussten sogar 3 Meter Abstand, weil sie ja singen. Also wir haben wirklich alles getan, damit viel trotzdem noch stattfinden kann. Aber ja, wir sind da schon an unsere Grenzen gestoßen. Ja, und die dürfen eben im Moment auch nichts mehr machen. Was wir im Moment noch anbieten können, ist der Jugendtreff, aber auch nur mit 2, 3 Leuten. Dort können sie Tischtennis spielen, das ist auf Distanz ganz gut. Man kann Billard spielen, man kann Kicker spielen, natürlich auch alles mit Maske auf. Das sind auch praktisch das Kö und Tischtennisschläger und so kann man wunderbar desinfizieren. Also das ist okay. Ansonsten haben wir im Eingangsbereich im Moment auch schon seit Sommer eine Bücherbörse. Da müssen die Leute noch nicht mal groß ins Haus rein. Das ist also direkt am Eingang, genauso wie unsere Deckelsammlung. Also wir haben vom COD so eine Aktion, dass man Deckel sammelt, also von Colaflaschen, Fantaflaschen und so weiter, Milchflaschen. Ja, und man finanziert dadurch Polio-Impfungen. Und das wissen die Leute scheinbar auch sehr zu schätzen hier. Also sie sind ständig voll, unsere Eimer im Eingangsbereich. Ja, das sind so Sachen, die im Moment noch so laufen. Ansonsten sind wir natürlich da als Ansprechpartner, sowohl für Kinder als Jugendliche als auch für die Erwachsenen. Wir bieten auch noch eine Hausaufgabenbetreuung im Moment an. Die läuft, ja, sind immer mal 1, 2 Kinder da, die Fragen haben. Und ja, ansonsten die Querbeet-Beratungsstelle im Haus. Das sind viele, viele Beratungsstellen von der Schuldnerberatung über den Pflegestützpunkt, über psychosoziale Beratung, SOS Kinderhilfe ist drin. Die sind auch da, weil eine 1:1 Beratung ist auch kein Problem. Wir haben in den Beratungsräumen haben wir auch so Plexiglasscheiben und natürlich auch überall Desinfektionsmittel und was halt alles dazugehört. Ja, also von daher. Und wir sind natürlich weiterhin per E-Mail zu erreichen, per Telefon zu erreichen, versuchen da halt auch unseren Ehrenamtlichen weiterhin ja, in Kontakt zu bleiben mit ihnen. Jetzt im Moment fahren wir gleich noch Weihnachtskarten für all unsere Ehrenamtlichen aus, auch mit einem speziellen Gruß nochmal und dass sie eben nicht vergessen sind und dass wir hoffen, dass es im nächsten Jahr eben wieder ein Treffen, ein richtiges Treffen gibt und dass wir uns wiedersehen. Ja, unser Haus gibt es ja mittlerweile seit über 55 Jahren und ja, im März, als wir das Haus hier zuschließen mussten, das hat mich direkt daran erinnert, an die Zeit, als wir 2012 nicht in der Lage waren, das Haus weiter zu betreiben, wo wir unseren neuen Träger suchen mussten, wo es hieß, das Haus muss schließen, es sind Unterschriften gesammelt worden und so weiter. Und es war wirklich ein total mulmiges Gefühl, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz kamen wir ja alle hier wieder zurück und haben eben diese Kinderferienbetreuung gemacht, die das Haus auch wieder belebt hat. Und das sind eben die Momente, wo man sagt, unsere Arbeit ist gut und deswegen wollen wir hier weitermachen.
Wir haben ja, ja, zwischendrin haben wir dann sehr ruhige Zeiten wieder gehabt, die aber auch gut genutzt wurden, egal ob wir mit Ehrenamtlichen in Kontakt blieben, auch zum Beispiel der Babyladen war auch so ein Paradebeispiel. Die haben normalerweise alle 14 Tage ihren Laden geöffnet. Das musste in der ersten Zeit, also im März, auch komplett schließen. Dann im September, Oktober hatten sie auch ein super Hygienekonzept sich überlegt, sodass die Leute auch dann im 10-Minuten-Takt wieder reinkommen konnten, einzeln und so weiter. Das darf jetzt auch wieder nicht sein, aber wir haben gemeinsam mit den Ehrenamtlichen des Babyladens uns auch ein Konzept überlegt, dass sich Leute einfach bei uns oder beim Sozialdienst katholischer Frauen melden und eben sagen, sie haben ein Kind in dem und dem Alter, ein Junge, ein Mädchen, sie brauchen Hosen, sie brauchen Jacken und so weiter. Und dann werden Päckchen gepackt mit den ganzen Sachen drin und die werden dann ausgefahren an die Leute selbst oder sie holen sie bei uns eben ab. Das sind so neue Sachen, die man sich überlegt hat, wo man sagt, es geht auch trotz Pandemie, haben wir uns was überlegt. Und wie gesagt, auch diese Kinderferienbetreuung, das war auch so eine super Sache mit neuen Regeln, die wir wohl auch im kommenden Jahr jetzt wieder beibehalten werden. Und ja, die für jeden ja, Spaß gemacht haben, obwohl es ein bisschen eingeschränkt war. Und aber so werden wir wohl im nächsten Jahr das Ganze fortführen. Ich ja, appelliere einfach nochmal auch an alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, auch im kommenden Jahr dann wieder unser Haus zu beleben. Ja, da haben wir so ein bisschen Ängste, dass das vielleicht nach der Pandemie das Haus ein bisschen leerer bleibt. Aber wir versuchen weiterhin unsere Angebote zu machen, so wie es geht. Und ja, bleibt uns treu und kommt wieder. Ja, ich wünsche euch und euren Familien alles, alles Gute für die kommende Zeit. Noch eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Und ja, passt auf euch auf, passt auf all eure Lieben auf und ja, guckt nach den Aha. Wir sind da immer, ja, wir müssen dranbleiben, damit wir im kommenden Jahr wirklich, dass die Fallzahlen runtergehen und nur so geht's. Wenn jeder an sich denkt und an seinen Mitmenschen, dann sollte das klappen. Eine gute Zeit euch allen und einen guten Rutsch noch ins neue Jahr.